Tja. Ja, meine muss jetzt ganz dringend einmal Pipi machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Sonntagsvlog. Ich werde jetzt hier mal wieder ein bisschen aufräumen, die ganzen Rückstände von gestern beseitigen. Ich hatte noch ein noch Wäsche hier hingehängt von gestern, die habe ich ja gewaschen. Bettlaken, das sind noch die von den Kindern letztes Wochenende. Miley hat sich wieder in ihr Körbchen gelegt. Oh Gott, die denkt, die geht jetzt doch nicht mit mir raus. Ist es schon später heute? Lasst mich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie spät. Müsste nach 18, halb 9 oder so. Mal gucken. Ey, 7:45 ist es. Alles Gute, ist ja noch nicht so spät. Mit Mann. Hier die Wäsche nehme ich gleich noch weg. Hier hat mein Mann gelegen gestern, das räume ich gleich weg. Und hier ist mein Hund. Der denkt sich, Nando, willst du nicht mit mir raus? Doch, geh mal raus, ne? Geh mal raus. Ja. Tür aufschließen und dann gehst du Pipi machen, ne? Nämlich. Ja, hab mich wieder nicht geschminkt. Hatte ich keine Lust zu heute und ich dachte mir, schadet ja nichts. Also am Sonntag, warum? Miley steht jetzt da und guckt auf die Straße, ob sie hier irgendwie einen Fuchs sieht oder ein Reh oder so. Das kannst du tatsächlich haben. Wir hatten ja hier ein Reh, ne? Also wir hatten hier ja vor ein paar Wochen tatsächlich hier direkt vor unserem Haus ein Reh stehen, obwohl hier ja eine Straße ist. Naja, es ist wieder mild, ein Glück. Und der Himmel ein bisschen bedeckt, aber wirklich relativ angenehm. Also überhaupt nicht kalt oder so. Ich denke mal, dass heute wieder die Tür weitergemacht wird. Ganz sicher bin ich da aber nicht. Ja, mal schauen. Neue Klingel brauchen wir übrigens auch. Die sind alle kaputt. Die funktionieren alle nicht. Warum auch immer. Eigentlich müssten die gehen, aber funktioniert nicht. Naja, brauche ich ja eigentlich auch nicht. Wer klingelt hier schon auf dem Dorf bei uns? Außerdem sehe ich ja jeden sofort. Wenn man hier ist, hört man auch alles klopfen und so. Alles kein Problem. In Hamburg hatten wir auch lange keine Klingel. Bestimmt so 4, 5 Jahre nicht. Und da bräuchte man tatsächlich eine. Oma ging auch. Also alles nicht so schlimm. Wie viel Grad haben wir denn? Das können wir ja mal gucken. Moment. Na, ich sehe es nicht. Unter 10 Grad. Oha. Ist aber recht mild dafür. Keine Ahnung, ich friere jedenfalls nicht. 8 Grad, so fühlt sich das nicht an. Das fühlt sich eher so wie 15 an oder so. Keine Ahnung. Na, jetzt hole ich meinen Hund mal wieder rein und trinke Kaffee, bevor der Mann aufsteht. Dann habe ich schon mal ein bisschen Kraft intus. Miley schnüffelt das Auto ab. Miley, komm. Ja, bist du schon wieder drin, ne? Oh, na ja, mal. Ja, Miley schnüffelt das Auto ab, weil mein Mann war ja gestern bei einem Bekannten, die haben Taubler gespielt. Hatte ich euch das erzählt gestern Abend? Ich glaube nicht. Er hat ein Foto geschickt von einem Bekannten von uns hier. Das ist ein ganz alter Mann und da haben sie Taubler gespielt. Also das ist ja dieses türkische Backgammon, heißt das auf Deutsch, genau. Und der hat einen großen Hund, ich weiß gar nicht, wie die Rasse heißt. So ein... Der sieht aus wie ein Schaf. Also wirklich total voll Wolle, kaum irgendwas zu sehen. So lockige Wolle am ganzen Körper, weiß, schneeweiß. Und den riecht sie. Außerdem hat der Hühner. Und da ist sie dann immer ordentlich am Auto abschnüffeln, wenn er da war. Ganz süß. Ich kann euch vielleicht mal ein Foto einblenden, wie die Taubler gespielt haben. Haben die mir gestern geschickt. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich habe meinen Kaffee getrunken und jetzt ist der Mann aufgestanden. Ich höre die Dusche und er ist oben rumgetrampelt. Deswegen mache ich jetzt Frühstück. Es ist 9:15. Ich denke mal, dass sie die Tür heute zu Ende machen werden. Schauen wir mal. Wetter ist wieder bedeckt. Tja. Was soll's denn? Es ist halt Herbst. Mich hier eingemummelt, obwohl es gar nicht so kalt ist, wie gesagt. Aber keine Ahnung. Naja. Ich fange jetzt an. 3 Kaffee habe ich ausgetrunken, ob ihr es glaubt oder nicht, in einer Stunde. Jetzt setze ich den türkischen Tee auf und werde uns ein bisschen Frühstück machen und schauen wir dann weiter. Thank you.
Gäste hier, beziehungsweise fremde Leute. Deswegen habe ich das mit kochendem Wasser nochmal abgewaschen. Ja, man muss halt vorsichtig sein, ja, man weiß das ja nicht. Aber ich habe da so einen Spleen, also dann wollte immer kochendes Wasser drüber bei Leuten, die nicht zu uns gehören. Ja, was soll ich machen? Da hat jeder so einen Tick. Aufräumen. Naja, die machen unten weiter und ich gehe jetzt mit Miley spazieren. Wir sind spazieren. Hab heute das Ganze in Grau, Schwarz. Die Hose hat auch einen Streifen. Ist aber auch schon alles älter. Weiß nicht, 2 Jahre bestimmt schon. Aber die Jacke ist viel zu warm. Wie ihr seht, ist es wirklich warm. Also obwohl das ja heute Morgen 10 Grad oder 8 Grad angezeigt hat auf dem Thermometer. Aber ich weiß nicht. Inzwischen sind es bestimmt 40 Grad, schätze ich mal. Die Männer arbeiten wieder. Ich habe Hähnchen. Ach, wie heißt das? Diese Hähnchensteaks. Hähnchenbrust, genau, die habe ich rausgeholt. Ich hatte ja noch welche, die hatten wir ja mit meiner Tochter bei Lidl gekauft, so ein großes Pack. Ich glaube, bei Lidl haben wir die gekauft. Das habe ich jetzt rausgeholt, damit ich es nachher nicht in der Mikrowelle warm machen muss, weil. Hähnchen in der Mikrowelle warm machen mache ich höchst ungern, weil ich immer Angst habe, dass die ganzen Salmonellen und weiß ich nicht was sich da drin sammeln. Deswegen habe ich das jetzt mal rausgeholt und werde das in Stücke schneiden und braten. Einfach mit Zwiebeln und Champignons habe ich auch noch in der Dose. Ich überlege, ob ich vielleicht dann auch noch dazu brate. Und dazu mache ich Bulgur. Suppe haben wir noch von gestern. Ich habe auch noch Reis, ein bisschen mit bisschen Hackfleisch noch. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Das werde ich auch warm machen. Und dann so, ja, ein Teil Bulgur, ein Teil
Reis mit Hackfleisch zusammen und dann eben die Hähnchenschnitzel dazu, die Suppe noch dabei. Das reicht auch noch, glaube ich. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Und ansonsten bin ich am Aufräumen, wie ihr eben gesehen habt. Ich habe die Gardinen aus dem Zimmer meiner Tochter von den Holzleisten oben abgemacht. Das fand ich erstmal ganz schön. Da stand ja auch das Bett vorher, aber dann haben wir ja ein neues Bett gemacht. Also mein Mann hat das selbst gebaut und ich auch. Also wir haben beide ein neues Bett gebaut. Dann hatte ich ja die große Matratze dazu gekauft bei Amazon Eimer. Sehr günstig übrigens, hatte ich glaube ich schon erzählt. Ich hatte ja zwei Matratzen geholt. Einmal eine für meine Tochter und eine für meinen Mann. Ja, und die liegen da jetzt. Und dann brauche ich, oder das Bett steht jetzt da auf der anderen Seite unter dem Dachfenster, unter der Dachschräge. Dann brauche ich die Gardine nicht mehr. Das fand ich immer ganz gut, weil das ja so ein Durchgangszimmer auch wieder ist. Da wollen wir eigentlich auch Wände zwischenziehen. Hatten wir irgendwas überlegt, aber ach was. Egal. Geht auch so. Miley will wie immer zurück. Die hat keine Lust. Die muss ja aufpassen zu Hause. Mein Nagellack ist auf der rechten Hand abgegangen. Also hier und hier auch ein bisschen. Und der gefällt mir auch nicht so stumpf. Also gestern sah das noch ganz gut aus, aber heute finde ich, würde ich schon gern so einen glänzenden Überlack haben. Sonst würde ich ihn auch nicht benutzen mehr, glaube ich. Naja, die habe ich aber nicht. Mal gucken. Nagellack ist auch nicht das Problem. Ja, mein Lieben. Ansonsten, was soll ich euch am Sonntag weiter erzählen? Außer, dass es bei uns Arbeit gibt. Ich versuche so ein bisschen mitzufilmen, ohne die Köpfe in die Kamera zu halten. Und wir sehen uns zu Hause. Eine neue Wunde. Ich habe eben versucht, einen Nagel in meinen einen Kochlöffel eine Schraube reinzudrehen, damit ich ein Loch habe, um es aufzuhängen. Meine Schöpfkelle hat nämlich kein Loch, um das aufzuhängen. Deswegen muss ich sie immer neben meine Töpfe so legen, auf dem Teller oder so. Und das stört mich. Da habe ich versucht, jetzt ein Loch da reinzumachen mit einer Schraube. Das hat nicht geklappt. War mir also umsonst. Also eigentlich habe ich das Loch schon reingekriegt, aber dann ist das ganze Plastikding abgegangen mit dem, wo das dran ist. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Naja, ist auch wurscht. Eine neue Wunde in meiner Sammlung. Als hätte ich nicht genug. Ne, Miley, interessiert dich gar nicht. Du hast nur die Angst, dass hier irgendwelche Hunde, Radfahrer oder Katzen vorbeikommen. Tja. Ich hatte das Fleisch raus. Oh Leute, mein Kaffee ist alle. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe vergessen, Kaffee zu kaufen. Und eigentlich habe ich es nicht vergessen. Ich dachte, ich hätte noch, aber habe ich nicht. Und jetzt habe ich heute Morgen mal den hier probiert. Moment, den muss ich euch zeigen. Den hatte meine Schwiegertochter gekauft, als sie mit Baby hier war. Bei meiner Tochter, als wir in Alanya waren. Da war sie ja hier mit meinem. Und den habe ich nur noch gefunden, beziehungsweise ich habe noch anderen Kaffee, aber den habe ich probiert.
Und nee, den mag ich nicht. Der schmeckt karamellig, so ein bisschen salzig. Es ist ja auch so ein salzig Karamell, Salt Caramel oder wie heißt das Zeug? Habe ich probiert, mag ich nicht. Ist viel zu süß. Ich trinke ja keinen Kaffee, wo Zucker drin ist. Mag ich gar nicht. Dann habe ich noch das hier. Das haben wir noch aus Hamburg mitgebracht. Das hatte mal unsere Sekretärin gekauft für das Büro, für meinen Mann. Der mochte das gerne. Den habe ich noch, aber da ist auch richtig viel Zucker drin. Also die erste Zutat, die hier in den Inhaltsverzeichnis steht, ist Zucker. Naja, aber ich habe auch noch eine Kapselmaschine und damit werde ich heute versuchen hinzukommen. Und zwar habe ich noch eine von Shibo eine Kapselmaschine und dann werde ich mir damit einen Kaffeecremer machen. Ich habe hier nämlich noch die Cafissimo Kaffeecremer und dann machen wir das. So sehen die Kapseln aus, die kennt ihr ja bestimmt. Die Maschine zeige ich euch auch gleich, wenn ich sie rausgeholt habe. Und den kann ich da ja vielleicht auch ein Espresso mitmachen, also so eine ganz die kleinste Tasse von der Einheit. Dann kippe ich mir das in die Milch oder so. Also das ist ja echt doof, ja. Die vergessen, Leute. Naja, nicht so schlimm. Ich habe noch Kaffee. Ich habe auch noch Pulverkaffee. Also ich habe genug Kaffeeersatz hier. Den zum Beispiel habe ich noch. Also ohne Kaffee müssen wir nicht auskommen. Aber halt die Maschine, ne? Die hat keinen Kaffee jetzt. Ich dachte, ich hätte noch ein ganzes Paket. Haben wir nicht. Naja, ich mache jetzt, wie gesagt, das Hähnchen. Das hatte ich vorhin schon rausgeholt und das ist so ein bisschen angetaut. Ich glaube, ich kann es aber immer noch nicht schneiden, glaube ich, oder auseinanderfriemeln. Schauen wir mal. Und dazu mache ich dann, wie gesagt, ein bisschen Bulgur. Und dann war es das auch mit dem Essen heute. Fange ich jetzt aber sofort an. Die Männer arbeiten ja weiter. Und genau, die haben das jetzt zugemacht, hat der ja gesehen eben vorne, dass da keine Mäuse und so mehr durchkommen können. Ich hoffe, das ist auch alles gelungen. Muss ich nachher mal prüfend einen Blick drauf werfen. Und mir ist hier zu Hause kalt. Ich weiß nicht warum. Also irgendwie friere ich tatsächlich. Mein Mann hat mir morgen auch gesagt, ihm ist kalt. Habe ich gesagt, Quatsch, habe ich gesagt. Aber wenn man da so sitzt, ist doch schon ganz schön kalt, muss ich sagen. So, dann werde ich mal gucken, ob ich das auseinanderkriege hier. Ich habe dafür mal so ein bisschen runtergeholt mit der Kamera. Ich habe Angst, dass mir das hier runterknallt, das Handy. Naja, hoffentlich nicht. Ah ja, ich wollte euch noch den Griff. Da war noch so ein Nippel dran, habe ich den hier noch. Genau. Das ist jetzt aber auseinander. Da wollte ich ein Loch rein, habe ich auch so ein bisschen hier geschafft. Und dann bin ich abgerutscht und mit dem Schraubendings da, mit dem Schraubenzieher da rein. Ja. Naja, und dann ist mir das abgebrochen. Also war alles umsonst. Egal, ich habe mir jetzt hier so ein Draht dran gemacht, erstmal provisorisch, dass ich das hier hinhängen kann und mir das nicht immer da liegt. So. Also das Ideale ist das immer noch nicht, aber egal. Jetzt muss ich erstmal. Ja, genau. Die Pfanne bräuchte ich eigentlich auch, die große. Die müssen wir nochmal waschen. Denn da habe ich ja noch das Essen von gestern drin. Das wollte ich eigentlich so warm machen, aber das packe ich mir mal hier in den kleinen Topf. Hier in die kleine Pfanne wollte ich sagen. Dann kann ich das nämlich nachher noch damit warm machen. Und werde dann in der großen Pfanne das Fleisch braten. So machen wir das. Aber gut sehen könnt ihr immer noch nicht, ne? Ich muss mir da auch mal was Besseres ausdenken. Ideal ist es noch nicht, aber euch. So. Jetzt habe ich das hier erstmal drinne und dann werde ich das gleich nachher mit dem Reis, den ich noch habe, thank you.
diese Trompetenärmel, ne? Ich habe die ja heute wieder an und es ist auch diese Jacke, die ziehe ich so selten an, die graue, weil mir die immer runterrutscht. Das hat hier so ganz weite Ärmel, der Pullover. Ich hasse es, aber auch diese Jacke, die rutscht immer in meine Abwaschsachen rein. So, mal gucken, ob wir das auseinander kriegen. Die Folge hole ich auch schon mal raus. Die müsste ich hier eigentlich noch irgendwo offen haben. Als ich nicht da war und nun trinkt die doch keiner. Die kann man so in Milch reinmachen statt Kakao. Liegen mir immer im Weg. So. Bulgur, wo bist du da? Genau. Den mache ich dann auch gleich. Kann ich schon mal in den Topf tun. Da reicht der Kleine, aber so viel will ich nicht machen. Ich habe ja noch Reis. So. Auch mal einmal durchgespült, mache ich ja normalerweise nicht. So, die stellen wir mal hier hin. Kann man schon mal kochen. So, ein bisschen Salz. Salz habe ich auch nicht mehr viel, darf ich nicht vergessen morgen. Genau. Und so kann ich schon mal Öl. Ich glaube ich auch nicht mehr. Das reicht aber auf jeden Fall heute noch. Okay.
weiter und schaut euch später wieder rein. Ich kann die Mikrowelle wieder richtig sauber machen. Das wollte ich ja vermeiden, aber. Fleisch habe ich aufgesetzt und ja. Ich nehme es gerne noch, weil Miley soll auch mit essen heute. Von dem Essen wird sie erst nachher. Und das ist die Kaffeemaschine. Die werde ich dann nachher einmal anschmeißen. Paprika habe ich auch schon geschnitten, das sind die scharfen. Leider. Schon die ganzen Hände verbrannt eben. Da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Die sind sehr, sehr scharf. Vor allem die Kerne innen drin. Da kann man sich leicht Augen, Hände und Nase und alles verbrennen, wenn man sich da mit den Händen wieder in die Augen fasst oder so. Mir brennen die Hände jetzt hier auch gerade. Da sehr empfindlich. Also wenn diese scharfen Paprika, wenn ich die schneide, dann ich mache das sehr ungern. Dann müsste man eigentlich Handschuhe anziehen oder so. Tun mir die Hände wirklich sehr, sehr schnell, sehr doll weh. Und dann, wenn man sich dann, ne, wie gesagt, ans Auge oder an die Nase oder so, lieber nicht. Vielleicht habe ich es rausgeholt. Und hier ist mein Fleisch. Pfeffer. Ja, hier sind wir den Aufsatz zugegeben. Ich hoffe, dass man mal ein bisschen anderen Braten. Das Fleisch dann wieder. Dann mache ich mir wieder einen Kaffee. Essen ist soweit fertig und dann gucke ich mal mit der Maschine. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber die ist eigentlich ganz idiotensicher zu bedienen. Machen wir so ein Buch. Kerze rausgefallen. Ui. Geburtstagskerze. Ich brauche eigentlich nur so einen. Ne? Moment, ich drehe euch mal um, das ist besser. So, dann das mal anschalten hier. Genau. Dann das Ding auf und das da rein. Oder? Ja, Moment. So, wie war das noch? Ah, jetzt. Ha, so. Da muss ich erstmal ein Glas holen. Und wenn ich jetzt das Kleinste drücke, müsste eigentlich Espresso rauskommen. Nach Adam Riese. Nee, nach meinem Einschätzen. Und wenn ich das, dann kommt Espresso raus und dann könnte ich das in meine Milch gießen. Mache ich aber nicht. Ich trinke einen ganz normalen Kaffee. Und los geht's.
geht doch schon ganz gut, oder? Der schmeckt nämlich ganz gut, soweit ich mich erinnere. Wir haben das im Sommer öfters mal getrunken. Mein Mann mag den sehr gerne hier aus dieser Maschine. Und die Köpfe müssen ja auch alle werden, ne? Da sind auch noch eine ganze Menge drin. Stärker als meiner und hat auch einen anderen Geschmack, aber kann man gut trinken. Wir müssen jetzt noch die Türgriffe dran machen. Aber soweit ist alles fertig, habt ihr ja gesehen. Es war schon dunkel, aber erst 5. Die Uhren sind ja umgestellt. Ich muss meine Uhr auch noch umstellen. Habe ich gar nicht gemacht. Fällt mir gerade ein. Und ich habe irgendwie Hunger. Was soll ich denn jetzt essen? Keine Ahnung. Ich habe auch kein Mittag gegessen, aber ich mag das ja auch alles nicht hier. Gibt es nicht irgendwas zu naschen? Das kommt, wenn man keinen Cappuccino hat, ne? Das war viel zu schwach. Viel zu schwach. Naja, egal. Dann lieber Kaffee. 16:45, ich muss die doofe Uhr umstellen. Das denke ich immer, es ist 17:45. Tja, ausgerechnet heute habe ich keinen Kaffee mehr, wo ich eine Stunde länger hätte trinken können. Nicht schlimm. Ich sitze jetzt und gucke ein bisschen Fernsehen. Ich habe aber immer noch Hunger. Keine Ahnung, was ich essen soll, ehrlich. Ich könnte mir mal einen Toast machen mit Tomaten und Käse und Zwiebeln und so. Das könnten wir mal machen. Mache ich vielleicht gleich. So, das werde ich jetzt essen. Ich habe mir ein bisschen von dem Bulgur genommen, ein bisschen von dem Fleisch und von dem Gemüse und Remoulade drüber gemacht. Ich mag zwar kein Fleisch, aber man muss ja irgendwann mal Fleisch essen wegen den ganzen Nährstoffen. Deswegen werde ich mich dazu zwingen. Das ist übrig geblieben. Jetzt sind noch 3 Hähnchenstücke sind noch da. Den Rest haben wir dem jungen Mann mitgegeben. Das kann er zu Hause essen. Ja, und dann ist das Essen auch fast weg. Bis auf 3 Hähnchenstücke. Und die kriegt dann Miley morgen, weil die hat schon richtig viel gekriegt heute. Du kriegst gar nichts mehr. Genau, das werde ich jetzt einfach mal versuchen zu essen.
Ich habe es nicht ganz warm gemacht. Vielleicht kann ich es ja trotzdem essen. Also ich hätte es ein bisschen länger in der Mikrowelle lassen sollen. Naja, die Jungs sind jetzt durch oder die Männer. Und mein Mann bringt den Bekannten wieder nach Hause. Und morgen, denke ich mal, werden die wieder nach Hamburg fahren, weil da ist ja auch wieder zu tun. Morgen ist Montag und es ist, ich gucke immer auf die Uhr, es ist 7 Uhr, aber es ist eigentlich erst 6 Uhr. Also die Uhren stelle ich immer spätestens am Abend um. Tagsüber komme ich da immer irgendwie nicht zu und denke nicht dran. Aber die müssen natürlich umgestellt werden, obwohl es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich das morgen mache, aber dann vergesse ich das, naja, und dann denke ich, es ist schon viel später. Naja, doofe Zeitumstellung. Früher habe ich immer richtig zu kämpfen gehabt, muss ich euch sagen, mit der Zeitumstellung. Inzwischen geht das, weil ich mir da nicht mehr so einen Stress mache, aber ich bin ja so ein richtiger Urmensch. Also ich lebe ja nach der Uhr schon immer, schon als junges Kind, also als Kind schon. Um 8 Uhr das und das, um 11 Uhr das und das, um 1 Uhr essen, um 9 Uhr essen, ins Bett. So, das war schon immer so. Ich gucke immer auf die Uhr den ganzen Tag und plane, was ich da machen muss. Oder überlege, was ich an dem und der. Jetzt wird mein Essen richtig kalt, ne? Egal. Naja, ansonsten habe ich heute nicht viel gemacht, muss ich gestehen. Ich habe heute Morgen aufgeräumt, ich habe oben aufgeräumt, ich habe hier unten geputzt natürlich und ein bisschen was gemacht. Auch oben habe ich ein bisschen was gemacht, aber so richtig wischen und so, das werde ich noch machen. Morgen vielleicht mal schauen, wenn ich wieder ein bisschen Ruhe habe. Ich muss vor allen Dingen überall wischen, weil da alles voll Staub ist. Das mache ich aber auch erst morgen, weil ich nicht genau weiß, ob da nicht morgen doch noch was weitergemacht wird. Wir haben jetzt nämlich keinen Bohrer gehabt, also so einen Aufsatz, so einen Bohreraufsatz. Wir haben Hunderttausende, ne? Aber wo die alle sind, man weiß es nicht. Und jetzt ist ja auch schon spät, da ist auch kein richtiges Licht, haben wir da ja nicht mehr, habt ihr ja gesehen. Deswegen, das wird wahrscheinlich jetzt so bleiben. Aber wir haben jetzt das Alte reingemacht. Das muss erstmal reichen. Und dann schauen wir mal, wie das so weitergeht in den nächsten Tagen. Ich denke mal, wird das, vielleicht macht er das heute Abend noch, wenn er kommt. Das glaube ich aber nicht. Das bleibt jetzt alles erstmal. Also das Schloss nicht, sondern der Griff. Mann, nicht das Schloss, sondern der Griff. Der muss noch dran. Und genau, das macht er morgen. Insofern, ja. Heute ist erstmal wieder Schluss. Mein Hund sitzt hier und bettelt, ich sag's euch. Aber ja, ich werde jetzt Fernsehen gucken. Ist mir viel zu früh. Also eigentlich kommt mir das schon vor wie 9 oder so. Naja, ich esse jetzt erstmal und schauen wir mal, was noch passiert. Ich denke mal, ich werde früh ins Bett gehen, weil ich bin schon wieder ein bisschen müde. Leute, na gut. Ein langweiliger Tag geht im Endeffekt. Das war's. Ich kann nicht mehr. Ich verstehe nicht, wie ihr immer dieses Fleisch essen könnt. Ich verstehe es nicht. Ich mag es nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich jetzt gezwungen, einiges zu essen. Ein bisschen hat das Miley auch noch abgekriegt. Aber ich kann nicht mehr. Obwohl ich eigentlich Hunger habe. Aber nee, geht nicht mehr rein. Und ein bisschen Brot noch essen. Oder einen Apfel oder so. 10 nach 7. Also eigentlich 10 nach 6. Könnte man Kaffee trinken. Bin aber nicht richtig satt. Auf Brot habe ich aber auch keinen Hunger. Vielleicht ein Pide. 3 Pflaumen habe ich noch gefunden. Die werde ich jetzt erstmal essen und ein bisschen Fernsehen gucken. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich gehe jetzt schlafen. Es ist 9:30 Uhr. Bis morgen. Gute Nacht. So, gute Nacht. Schlaft schön.